Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück zu Spave, Hearts of Iron 4. Hier in Afghanistan ist so ein kleines Problemkindchen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt abziehe mit einem Trupp hier rüber, können wir vielleicht gleich noch hier weiter angreifen. Produktivität noch weiter. Wir brauchen immer irgendwas in dem Bereich hier. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Die gesamte Front soll mitkommen. Also wir, go, go, go. Es ist wieder Materialschlacht durch die Aktion, aber eine, die wir vielleicht gewinnen können, wenn wir schnell genug durchkommen, sagen wir es mal so. Ich wollte gerade sagen, geh da rein. Geh da rein, bis auf dich hier. Schade. Wollte ich gerade sagen, das hätte man vielleicht auch so schaffen können, wenn man ein bisschen mehr Gas geben hätte. Wir kommen rein, wir kommen nach und nach rein. Bauwesen ist erforscht. Produktivität wird auch noch weiter erforscht. Und wir gucken auch noch, dass wir uns noch ein bisschen mehr von dem hier bekommen können. LKWs? LKWs, nein. Ausrüstung, yep. Nur Waffentechnik, alles andere brauchen sie gerade selber bis zum Umfallen. Ja, gut. Sie bereiten sich auch auf einen Krieg vor, also von dem her ist es jetzt nicht ganz so banal, sagen wir es mal so. 15.010. Wir haben gleich alles, was wir brauchen. Wir haben gleich alles, was wir benötigen. Oh yeah. Das gefällt mir doch sehr sogar. Greif die doch mal an und dann hinterrücks angreifen, dann ist alles wieder gut. Wenn wir die Flammenschützung noch ein bisschen verbessern könnten, das wäre es, glaube ich, an der Stelle. Flammenschützung, wir haben gerade. Ah. Ich sehe das Problem. So. Jetzt schaut es wieder etwas besser aus. Nicht hundertprozentig besser, aber ein bisschen besser zumindest. Sodle. Wie viel fehlt euch denn? Ihr habt noch ziemlich viel übrig eigentlich. Und richtig viel meine ich auch richtig viel. Ja, dass ihr euch schon wieder so durchgeboxt habt, ist das, was mich eigentlich gerade am meisten nervt. Unschön. Ganz, ganz unschön. Sonst noch irgendwas, was wir gerade machen können? Du weißt es nicht. Umgruppierung. Moral. Warum nicht? Ein bisschen mehr Moral ist nie verkehrt. Wenn wir die hier haben können. Bemühungen sind gelaufen. Paramilitarismus kommt als nächster dran. Yep, was soll's. Was soll's, machen wir einfach. Dann Deutschland sind jetzt zusammen. Und wir könnten noch mehr holen aus dem Ganzen. Yep. Kriege ich vielleicht Transportflugzeuge? Nein. Keine Transportflugzeuge für mich. Schade. Dann bleiben wir halt bei stupider Waffentechnik. Schade, noch ein bisschen und ein bisschen da. Noch weitere 18.000. Dann sind wir voll. Dann sind wir aber sowas von voll und überfüllt auch. Dann haben wir erst Problem, dass uns die Leute ausgehen bei der Aktion. Deswegen gehen wir so schnell wie es geht auf begrenzt mal. Ja, auf Freiwillige zu setzen, nur auf Freiwillige zu setzen, ist ein bisschen dreist von mir gewesen, gebe ich zu. Nicht ganz offen, echt zu. Verteidigung plus 10, ja. Also das, was wir haben, verteidigen wir auch. Durchkommen tun wir auf jeden Fall. So, zerstören wir hier auch ein bisschen was. Nee, es geht, es geht. Können wir denn noch weiter nach vorne gehen hier eigentlich? Luftunterstützung? Ja, können wir machen. Dann wäre es doch mal interessant zu sehen, wo der Stützpunkt rauskommt. Wenn er genau hier wäre, wäre es super. Dann können wir es nämlich wieder anfangen zu bombardieren. Waffentechnik. Der ist auch gerade gebaut bis zum Umfallen. Yep, passt soweit.
U-Boote werden nach und nach auch noch gebaut werden. Yep, das passt. Luftnah auch noch ein bisschen mehr hinterhergestellt. Schauen wir nochmal, wo kommst du hin? Wehe beim Gegner. Na, da unten, okay. Da unten ist vollkommen in Ordnung. Da könnte man es sogar nochmal hinstellen. Damit wir mehr reinbekommen. Luftnahanschützung, ihr zwei. Ab nach da unten hin. So. Jetzt müssten wir ja eigentlich mehr abschießen können, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal dazu, dass wir es können. Ideologische Verteidigung, yep. Dreht hohl und verteidigt alles. 6,4, yep. Krieg gegen Polen. Das kommt jetzt ein bisschen früh. Ein bisschen arg früh sogar. Deutschland? Ah, kommt ein bisschen zu früh noch. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin bei weitem noch nicht fertig. Noch ein paar mehr. Oh. Ein paar mehr ist gut. Das war jetzt ein bisschen arg viel, zu viel. Hier, ich brauche noch ein paar Freiwillige quasi. Afghanistan ist am Rollen. Bitte schön, Italien, du auch ein bisschen was? Yep. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich beendet haben. Aber es hilft ja alles nichts. Es hilft ja alles nichts. Dann müssen wir quasi hier schon anfangen. Weil wir gegen Frankreich und Co. bestehen müssen. 24, das heißt 5 Stück. Wir bekommen eine neue Einheit. Dankeschön. Ihr bekommt ihn hier hinzu. Und dann stellt ihr euch quasi schon mal dorthin. Beziehungsweise, eigentlich ja. Doch, das war richtig. Dorthin, Attacke. Ihr 12 seid da. Ihr seid zusammen hier. Das heißt, ihr hier wiederum könnt euch dorthin stellen. Und nachher Richtung da durchfahren, wenn es geht. Mit Betonung auf, wenn es geht. Wenn nicht, dann geht's nicht. Dann ist auch egal für den Moment. So. Alle da raus, die da raus müssen. Und alle hier raus, die hier raus müssen. Hat der Rest funktioniert soweit? Hat er. Nein, hat er nicht. Warum hat es nicht funktioniert? Warum? Zum Geier. Wo ist er? Du hier. Ich hätte eigentlich gedacht, du tust quasi die Trainierer. Ah, schlimm. Achso, er tut sie. Moment. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Wir haben hier eine Handvoll U-Boote. Yep. Und die geben wir quasi ihm hier. Oder ist er einfach nicht für U-Boote gedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Du darfst dann quasi... Du bleibst schon mal hier, was soll's. Du bleibst hier und der Rest vorauskommt, sollst du ihm hier bitte rein und dann ist gut soweit. Angriffsspezialitäten haben wir auch soweit alle fertig. Oho. Oho. Du willst das mit mir durchziehen? Letzter Kampf. Verteilung bis 20%. Yep. Wenn du Angriffs machst, mach ich letzter Kampf. So schaut es nämlich aus. Und Attacke. Halt sie fest und renn durch. Renn bis nach da hinten durch. Ich wollte gerade sagen, ihr werdet es nicht erleben. So, dass hier noch viel anderes passieren wird. Ihr werdet sowas von drauf gehen bei der ganzen Aktion. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Zwei weitere werden gebaut. Dann sagen wir nochmal eine weitere Fabrik hier und ein weiteres Gebietchen hier. Frankreich. 45 Tage nur? Das geht eigentlich. Das können wir danach noch machen. Verbesserung für die Arbeit ist aber gerade ein bisschen wichtiger. Haben wir denn
Ach, guck mal, wenn wir angreifen würden, hätten wir das Gebiet schnell auf Anhieb. Okay. Das geraucht nur ein bisschen und das war jetzt auch gerade nur 9 politische Machtpunkte für Frankreich. Ich glaube, das machen wir zu Gaudi. Wenn wir nur ein paar Tage brauchen und es einnehmen können, wäre es nicht schlecht. Und die Briten müssen ja danach automatisch eigentlich folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kriegsgrund rechtfertigen, 45 Tage. Yep, her damit. Immer nur her damit. Dann können die auch den Alliierten beisehen, das mir ist es egal. Bitteschön. Greift einfach nur an. Massenangriff, was soll's. Ich möchte einfach nur die Toten hier gerade sehen, dann passt es schon soweit. 71. 71 Tage sind gut. 129 Tage, die nächsten hinterhergeschmissen. Und ich möchte bitte noch mehr Waffen. Sie kommen noch, okay. Jetzt sagen, sie kommen noch. Dann ist ja gut soweit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß, wir sind gerade ziemlich viele. Aber wir sollten eigentlich durchkommen. Mit Betonung auf eigentlich. Wenn wir noch einen haben, könnten wir... Ja, doch, einer reicht, ein weiterer reicht aus. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Zeigt mir, was in euch steckt. Baugeschwindigkeit noch weiterhin. Yep. Die paar Sachen, die wir haben. Der Fall von Warschau. Festungsknacker, Angriff oder Plünderer. Nee, Festungsknacker. Das habe ich selten, dass ich den Festungsknacker habe. Den müssen wir gleich ausnutzen. Und dann ist alle beigetreten. Alles klar. Komm schon, 58.000. Wie schaut's aus? Wir haben 2.000 plus momentan, das geht. Das geht, aber wir brauchen noch LKWs. Deutschland, ich schicke mir noch ein paar LKWs. Oder nicht? Italien, schicke mir noch ein paar LKWs. Rechtfertigung ist beendet, das heißt, wir können jetzt... Nachdem die hier oben auch angreifen. El Franzose. Attacke. Kriegsgrund rechtfertigen. Los geht's. Wir werden hier einmal durchbrettern. Wir könnten jetzt natürlich ein Bündnis mit Deutschland machen, aber ich bin zu frei und sage nein. Ich sage einfach mal nein dazu. Wenn wir jetzt sagen würden, wir handeln mit der Schweiz. Eins. Das funktioniert. Ideologie haben wir auch soweit fertig. Das heißt, als nächstes können wir die Doktrintechnik wieder machen. Spanien, 7 Konvois. Ja, per damit. Nicht Angstpakt mit Deutschland. Für den Moment ja. Ja, wobei. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Die nächsten sind auch unterwegs, die nächsten hier auch. Ich möchte bitte einmal hier durchrauschen. So schnell wie es geht. Meins, 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 meins. Die sind kapituliert. Wenn ich jetzt eigentlich schwören könnte, dass die Alliierten hier komplett angreifen werden. Vielleicht nicht auch hier noch sagen. Das kann rechtfertigen. 30 Tage. Ja, warum soll's? Was soll's? Britisch-Indien. Ich möchte dich auch haben. Ich möchte dich auch haben. So gut scheint es zu laufen. Casualties sind natürlich massivst hoch momentan, muss man gestehen. 70.000, Tendenz noch weiter steigen momentan. Ach guck mal, soll es. Ganz ehrlich, was soll es an der Stelle? Es kann nicht schlechter laufen. So. Alles eingenommen. Wunderbar. Da kommt keine mehr lebend raus. Doktrin könnten es noch einmal billiger werden, aber ich will jetzt bereits diesen kleinen, aber feinen Bonus haben. 15 weitere Divisionen kommen raus. 15 hier. Ja, wir bräuchten sogar noch ein paar mehr. Nicht viele, aber ein paar zumindest. Hat Polen noch hinzugezogen als unseren Feind, okay.
Okay, viel Spaß damit, britische Indien, viel Spaß damit. Okay. Wen noch alles? Dich nicht, dich nicht, dich nicht. Wir haben noch keinen Krieg. Afghanistan ist jetzt auch mit dabei. Frankreich, okay. Macht nichts. Die letzten paar gehen auch noch drauf bei der Aktion. Eine Waffentechnik ist immer gerne gesehen. Luxemburg hat kapituliert. So, euch haben wir auch. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ihr geht dorthin und dort rüber, dann müsstet ihr quasi mir hier helfen können. Ihr zwei da oben seid immer noch gewaltig gerade am Rumschlawenzen, so wie es ausschaut. Aber sowas von gewaltig. Und der Rest ist noch am Laufen. Yep, der Rest dauert noch ein bisschen. Mit Betonung auf ein bisschen. Können wir von dir noch ein bisschen was erwarten? Transporte wäre natürlich auch eine echt tolle Sache, aber ja. Ich bin ja so froh, dass ich überhaupt was bekomme von euch. Es könnte ja auch komplett anders sein, dass ich gar nichts bekomme. So und so und so und dort immer noch weiter am Angreifen. Und zwar massivst am Angreifen sogar. Afghanistan ist natürlich jetzt ziemlich durchgeballert hier. Wir dürfen auch hier angreifen. Läuft. British Indien. Wir erobern dich jetzt mal. Dazu pumpen wir jetzt noch ein paar raus, würde ich sagen, oder? Yep. Guck mal, ja. Zack. Direkt hier an der Front. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Zack. Ein paar Stück. Und der Rest kommt danach auch raus, sobald sie draußen sind. Das passt dann schon. Das ist Nierten beigetreten. Das war jetzt viel. Das war jetzt viel. Das ist ein bisschen zu viel sogar. Wo seid ihr denn? Ihr boxt euch hier durch. Das heißt, ihr werdet jetzt quasi mal meine Verteidigungslinie sein. Damit mir hier nichts passiert. Zack, zack, zack und zack. Nach und nach werdet ihr dann quasi die Küstenregion halten. Passt soweit. 18 Stück sind 30. Ist soweit in Ordnung. So. Dann sagen wir nämlich auch, wir möchten bitte Konvoi-Befehle und hier machen. Raus mit euch. Einfach nur raus mit euch. Und es gibt wieder ein paar neue. Es gibt ein paar neue, okay? Bitte alle Mann. Für den Moment zumindest, muss man sagen. Für den Moment. So, haben wir sie da ein bisschen gegenkorrigiert. Alle dorthin machen. 25 Stück. Da sind wir auch bereit. Gehen auf umfangreich. Damit wir das auf jeden Fall bekommen können. Und dann haben wir den Knotenpunkt hier. Der ist mit nichts verbunden, macht aber nichts. Wir können quasi sagen, hey, sei mit dem Ganzen hier verbunden und fertig in Juni. In einem Monat ist es fertig, die gesamte Strecke aber. Muss man sagen, in einem Monat ist die gesamte Strecke fertig. Und wir haben mit einem Krieg angefangen, was uns irgendwie nicht mag. Macht aber nichts, macht nichts. Ich bin zufrieden, wenn wir den Suezkanal und alles bekommen können. Luxemburg ist auch mit dabei. Großangriff auf den Gegner. Was soll's an der Stelle, was soll's? Halt, Moment, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, wir brauchen wirklich bloß bis hier unten. Ja gut, was soll's, ab nach Kabul rein, los, go, 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 go. Norwegen ist auch unser Feind geworden. Dann ist's halt so. Dann ist's halt so. Das Gute ist, dass sie am Anfang halt noch überhaupt nichts haben gegen uns. Und die Franzosen auch nichts mehr hier. Theoretisch wäre es noch gut, wenn wir Saudi-Arabien bekommen könnten. Ja, das wäre noch eine schöne Sache. Das können wir noch machen.
Dem würde ich noch zustimmen. So, und einem neuen Captain natürlich, denn warum nicht? Diesbezüglich befördern wir einfach... Dich hier? Yep. Und du bist einfach... Auch wenn er nicht der Beste ist, was soll es? Hauptsache, wir haben irgendjemanden. Offensivdoktrin mal zur Gaudi. So, du nach dahin. Und Angriff bitte bis nach ganz nach da unten hingehen. Läuft gerade nicht ganz, wie ich es haben möchte, aber... was soll's, was soll's. Und wir holen das Reifen aus Deutschland. Der einzige? Ja, yep, das ist auch soweit in Ordnung. Wir reparieren, wir bauen auf. Wir haben hier was und auch dort was. Und sobald wir die restlichen Sachen haben... Und da noch was? Eigentlich auch nicht gerade. Dich und dich hier. Ab nach unten. Ich möchte an beiden Stellen bitte angreifen, so gut wie es geht. Dann kommt die Doktrintechnik nochmal dran. Dass wir ganz schnell Regimentstruppen und auch weit nach unten kommen. Integrierte Unterstützung nach Luftbodenkampf. Das ist quasi mein Ziel für heute, dass wir das erreichen können noch. Deutschland, gibt es uns gerade was? Nein. Aber du könntest uns was geben, so wie es ausschaut. Yep. Das ist wie Italien. Ihr schreit doch danach, mir noch mehr geben zu können, oder? Natürlich. Auch wenn es nicht alles ist, aber was soll es? Genau, immer noch keine Truppentransporter. Ja, gut. 7000 Waffen. Okay, ich bitte doch darum, ganz normal anzugreifen. Das passt schon. Wir haben quasi gerade die Hoheit hier überall. Außer ihr Gelben. Ihr dürft abschlachten. Der Fall von Paris. Preis Paris. Wunderbar. Wir haben unser Gebiet hier behalten. Oh, zum Glück. Ist nämlich echt böse geworden, wenn es anders gelaufen wäre. Sodle, ist die Versorgung hier gekennzeichnet? Yep. Meine Damen und Herren, wir haben eine Versorgung an dieser Front. Das ist ja der reine Wahnsinn. Wir haben eine Versorgung an der Front. Wie schaut es denn hier momentan aus? Relativ gut. Da nach unten hin. Während der Rest nach da oben angreift. Yep, ich möchte eigentlich rüberkommen. Ah, ich verstehe. So. Das ist nur wichtig, bis Februar. Ein Monat, dann sind wir versorgt hier. Daran habe ich nicht gedacht. Gebe ich ganz ehrlich, daran habe ich echt nicht gedacht. Dass wir da hinten vielleicht noch Probleme haben könnten. Mit Betonung auf könnten. So, die Rechtfertigung haben wir auch. Das heißt, es direkt hier weit angreifen. Wir haben genug hier an der Stelle. Wir haben mehr als genug hier. Bitteschön. Sobald möglich. 9 Stück. Ich glaube, eines zu viel, aber was soll's. Raus mit dir. Und dieser eine, der zu viel ist, kann wiederum hier gebraucht werden. Passt. Und die nächsten werden rausgepumpt für die Linie hier oben. Läuft. So, wir haben jetzt den Elten beigetreten. Dürfen sie ruhig. Dürfen sie ruhig machen. Was ist? Massenangriff bei allen. Wir haben es jetzt momentan. 200. Okay, wir haben es doch nicht. Wir haben es doch nicht. Wir haben es doch nicht. Aber wir könnten sagen, der eine, wo sich bewegt, soll doch bitte den gesamten Bereich hier abklauern. Das wäre noch eine schöne Sache. Also wie Panzerwegen. Das wäre das nächste. Haben wir ein U-Boot verloren? Nein, wir haben ein U-Boot verloren. Mist. Wir haben ein einziges U-Boot verloren. Nein, schnell. Erschießt sie, erschießt sie. Leibhaft von Fische Frost beginnt. Ja. Ich so gut wie nix. Ich nehme es trotzdem gerne entgegen. 6000 Waffen, das kommt noch an.
Ah, hier brauche ich noch ein paar mehr Flugzeuge. Ein paar Stück zumindest. Nicht viel, aber ein paar. Und 100 Haubitzen. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. Ich meine, sie haben nicht viel, aber dadurch, dass wir eben keine Verbindung nach unten haben, ist das Ganze doch ein bisschen dumm. Ein bisschen arg dumm. Aber was wir noch haben. Das hier. Ne, sind Nachschubknoten. Ah, Mist. Nur Nachschubknoten, die besser sind. Okay, Manöver. Geschwindigkeit der Marine erhöhen. Wäre interessant. Generalmobilmachung. Na, das ist nicht gut. Minus 3% Bevölkerung. Ich bin gerade darauf aus, überhaupt Bevölkerung zu haben, die ich rekrutieren kann. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche so viel wie nur irgendwie möglich an der Stelle. Hier gelben. Infanterie-Experte, yep. Lasst es krachen. Luftraum über Afghanistan ist nicht mehr grün. Hohohoho. Okay, ich weiß auch warum. Ich weiß auch warum. Weiter rüber. Kriegt ihn die Sowjets. Komm schon, komm schon, komm schon. Die Versorgung ist ja relativ gut gegeben eigentlich. Aber der Rest ist halt dumm, weil es hier nur die normalen Truppen sind, wenn man es richtig sieht. Yep, sowas von. Okay, was ist, wenn ich sage, ihr dürft auch nach da drüben angreifen? Passt soweit. Rausholen können wir euch auch, wenn wir dann quasi. Jetzt können wir schauen, welche Seite denn die pinke Linie eigentlich. Ihr seid die pinke Linie. Da raus geht's so. Irgendwann seid ihr auch fertig, genauso wie die gelben. Seid ihr beide fertig, dann passt es soweit schon. Ihr könnt auch noch mit angreifen. Was soll's? Alle dürfen angreifen. Der gesamte Bereich soll mir gehören. Produzieren wir überhaupt noch was? Ja, tun wir gerade noch so. Jetzt haben wir brauchen von jedem etwas. Ihr Gelben. Könnt ihr schon was machen? Ja, angeblich schon. Yep, ihr seid versorgt. Okay, das war's. Wir sind versorgt, wir können durchbrechen. Und zwar richtig gut durchbrechen sogar. Bauwesen ist erfolgreich gemacht worden. Dann sagen wir als nächstes hätten wir liebend gerne bessere Artillerie. Und Spanien holen wir uns auch noch ein paar tausend Knarren entgegen. Nächster Konvoi kaputt. Und vielleicht nochmal ein Konvoi kaputt. Doktrinbemühungen immer besser. Ausrüstung wird auch direkt hinterher gemacht. Bitte Blitzangriffe. Blitzt bis zum Umfallen, damit alles blitzeblank ausschaut. Hahaha, ja, der war schlecht, ich weiß. Ich weiß. So, LKWs. Das bekommen wir als Züge leider nicht. Transporter. Warum kriege ich eigentlich nicht Transporter von dir? Das wäre echt eine schöne Sache. Wir haben schon wieder genug übrig, um zu sagen, wir möchten bitte was Neues bekommen. Ja, in dem Fall, komm. Wir brauchen die Leute ganz, ganz dringend. Wenn ich mir jetzt ganz so anschaue, brauchen wir die wirklich dringend. Grundausrüstung Co. Alles soweit war. Können wir die Elf rauspumpen? Nee, es geht nicht. Was? Ach, bei ihm ist jetzt was dazugekommen. Nein. Nein, 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 nein. Du kannst natürlich gerne mit dazu sein, aber ganz ehrlich. Blub und einmal blub. Das wird so schnell nichts werden. Wir haben keinen General mehr übrig. Ein Glück, dass wir zumindest einen hier noch machen können. Du bitte zu ihm hinzu, sobald du es kannst. Okay, Verbindungen sind da, das ist auch da, das nächste ist hier eingenommen.
Und ich sehe bereits ein weiteres Flugfeld hier. Nice. So, Leb. Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich glaube, du bleibst hier. Ja, da kannst du ein bisschen mehr anrichten. Genauso wie du hier bist was. Ne, du kannst hier was anrichten. Aber wir machen Luftunterstützung noch nach da unten hin. Nur noch ein paar Bomber. Ernsthaft. Können wir die nutzen? Ja, mach mal einen 100er. Aber wir haben keine Leute. Okay. Ich würde sagen, nutzen wir die doch noch für eine Kleinigkeit. Aber was soll es? Durchbrechen. Ja. Das hätte schon wesentlich früher sein sollen. Was soll es an der Stelle? Was soll es? Attacke. Und Attacke hier rüber. Und einmal Attacke von dir. Auch noch darüber. Dann haben wir zwei Stück, die hier angreifen. Der Rest ist in Ordnung. Die Welt wird brennen vor dem neuen Persischen Reich. Aber wie sehr sie brennen wird, in der nächsten Folge. Also macht's gut und wie immer, tschüss, alle.